Willkommen zurück in der Kammer des Schreckens. Ja, genau. Wir sind gestern stehen geblieben. Ha! Und genau deswegen habe ich das auch gestern gemacht. Wir erinnern uns, ich habe mir den Unkrautvernichter und den Diamant eingepackt. Allerdings habe ich gerade keine Waffe dabei. Das wäre jetzt ganz schön fatal. So, Pistole. Dann können wir auch gleich, wenn wir dabei sind. Nee, können wir nicht. Theoretisch gerne. Na, Mensch. Das ist gerade einfach nur für mich persönlich. Und zwar, da möchte ich die Pistole. Und natürlich möchte ich den Rüstungsschlüssel behalten. Und jetzt will ich auch noch gleich ein bisschen nachladen. Und zuerst werden wir den Diamant los, denn da weiß ich so ungefähr, wo ich hin muss. Zumindest wüsste ich es direkt, wenn ich jetzt durch die Tür kommen würde, aber die ist ja, glaube ich, kaputt. Es sei denn, unser Wesker hat die repariert. Der Türgriff ist kaputt. Sie können nicht durchgehen. Hat er also nicht, die Sau. Gut, wie gesagt, den Diamant weiß ich gerade auf Anhieb, wo ich hin muss. Und zwar muss ich erstmal in den Flur, an den Anfang zurück. Da muss ich einmal hier, solange uns hier nicht wieder irgendwas schockt, habe ich hier die Türen schon nachgeschaut. Karte. Hier sind zwei Türen, die ich nachgucken könnte, ob der Schlüssel passt. Mache ich auch gleich. Vielleicht habe ich das auch gestern schon gemacht. Nee, hier kann ich rein. Bringt mir wenig, wenn da jetzt was drin sein sollte, denn mein Inventar ist voll. Aber wir müssen uns den Raum dann vormerken. Aha. Weh dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen? Nein, denn ich weiß nicht, was ich tun soll. Aha, aha, aha. Die kann ich also verschieben. Das gucken wir uns erstmal an. Das scheint ein Rätsel zu sein. In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. So, schauen wir uns mal die Bilder an. Zuerst, also wenn wir jetzt von links nach rechts gehen, ist links das Schild. Ja, ich glaube, das nächste ist eine Axt. Das hier kann ich gerade nicht beurteilen und das ist eine Lanze. Muss ich die jetzt zurückschieben oder was muss ich machen? Oder sollen die hier, warte mal. Das hat ja... Geht das überhaupt? Nee. Ach, da kann ich ihn verschieben, aber nicht zu mir, ne? Na? Nee, dahin kann ich ihn nicht schieben. Ich schieb den jetzt einfach mal. Ach, das war's auch schon wieder. Ich betätige jetzt einfach mal den Schalter. Wir haben ja noch nichts getan. Was ist denn jetzt, wenn wir sterben? Ja, wir werden sterben. Ich kann den Schalter nicht nochmal betätigen. Gehen wir erstmal raus. Vorsicht. Was passiert, wenn wir jetzt wieder reingehen? Kommen die Dinger wieder nach vorne? Tja, ich glaube, das Rätsel ist leichter, als ich von Anfang an gedacht habe. Ich schiebe die Scheiße einfach wieder zurück und hoffe, dass damit die Gasströmung jetzt einfach verschlossen wird. Na? Ist natürlich ärgerlich jetzt, weil wir halt Energie verloren haben und das gerade nicht wenig. Ach, jetzt fängt es an hier. Die schieben sich irgendwie gegenseitig und genau da ist das Rätsel. Jetzt kommen sie bestimmt wieder alle raus. Nee.
Die Lanze sollte ich doch zuletzt reinschieben. Ich würde gerne nochmal rausgehen und mach das jetzt einfach mal von links nach rechts, wie die Bebilderung da ist. Und dann haben wir immer noch das Problem, dass unsere Taschen voll sind. Also, das war zuerst das Schild, dann die Axt, dann, ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt. So, jetzt der hier, dann kommt doch bestimmt einer wieder raus. Na, mach doch. Jetzt das Schwert, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, anscheinend ist das hier totaler Humbug, was ich mache. Und jetzt versuche ich die Lanze hier reinzuschieben, oder? Was ist da? So, und ich bestimmt wieder zurück. Also die Bewilderung hat gar nichts zu sagen. Es sei denn, ich muss das... Keine Ahnung. Von rechts nach links machen. Also wenn ich den bewege, bewegt sich der Schwert-Heini mit. Und wenn ich den bewege, der mit dieser Lanze. Nö, dann bin ich ja jetzt fertig. Weil, wenn ich den hier reinschiebe, es sei denn, da kommt jetzt noch jemand raus. Ja. Das mit dem Schieben ist ja echt doof gemacht, muss ich sagen. Müsste es doch jetzt sein. Gut, jetzt versuche ich mal den Schalter zu drücken und ich hoffe, dass das Rätsel damit gelöst ist und dass ich nicht nochmal machen muss. So, ja, ich möchte den Schalter betätigen. Klack. Eine Schatulle, die ich nicht mitnehmen kann, weil die Taschen voll sind. Ein rätselhafter Kasten. Sie können keine Objekte tragen. Weiß ich. So, ich hoffe, aber wie gesagt, ich hoffe, das Rätsel muss ich jetzt nicht nochmal machen, wenn ich das nächste Mal den Raum betrete. Was hinzukommt, ich hoffe, dass mir jetzt nicht irgendwie ein Zombie über den Weg läuft. Ideal wäre jetzt, wenn ich hier den Schlüssel verwenden könnte und den jetzt wegschmeißen könnte. Das natürlich nicht. Das ist nicht intelligent, jetzt die Räume hier. Das wollte ich gar nicht machen. Jill. You. Chris Redfield. Alpha Team. Nee, doch nicht. We're here to rescue you. Richard. What the hell happened to you? Chris. This place. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Tja, und schon gehe ich wieder zurück. Dort sollen wir also hin. Dort soll das Serum sein. Ja. Ich möchte sowieso in die Richtung. Ich kann mich erinnern, das war eine Schlange, ich glaube, das war ein Boss, den man allerdings nicht mit Waffen tötet, sondern ich glaube, man muss da einige Rätsel machen. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Also ich kann mich gerade massiv irren. So, zum einen möchte ich jetzt den Diamanten loswerden. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre.
das Serum zu holen, weil da kommen bestimmt wieder ganz viele Feinde. So, ist es die Tür oder die andere? Ich glaube, die noch eine weiter, ne? Genau. Noch eins weiter war das, oder? Ah, jetzt weiß ich es schon wieder nicht. Ne, hier war der Klavier, das Klavier drin. Das war, glaube ich, nicht der richtige Raum. Sei denn, ich komme hier... Ist hier noch ein Raum? Nee. Dann war es doch die andere Tür. Was ist denn hier? Ja. Zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Das hatten wir schon mal. Ja, das ist doch kein Haus. Das ist eine Horrorbude hier. Dann also doch hier rein. Ich bin auf alles vorbereitet. Es gibt sogar schon Zombie-Schlangen. Ey, das muss man sich mal reinziehen. Ich hab was gehört. Es muss dieser kleine Raum sein. Dieser hier. Es wäre jetzt natürlich wieder voll für den Arsch, wenn das nicht gehen würde. So, und zwar möchte ich hier den Diamant reinstecken. Ja. Oh, da passiert sogar schon was. Munition. Ja, die kann ich beim nächsten Mal abholen. Obwohl ich die jetzt... Ich möchte die nicht mitnehmen. Ist doch Munition, ne? Genau. Nee, möchte ich nicht mitnehmen. Oder? Hm. Ich brauche das Serum, ne? Und dann könnte ich zur Kiste gehen. Ach verdammt, das ist wieder eine Zickmühle. Ich mache das anders. Das Serum lassen wir jetzt mal außen vor. Ich kümmere mich jetzt um das, was ich eben machen wollte. Und zwar muss ich jetzt, ich glaube, nach oben. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das jetzt gerade ist. Ich versuche einfach nochmal auf der Karte nachzugucken. So viel Rot auf dieser Ebene. Ach Gottchen. Ich möchte jetzt nicht zu meinem Missionsziel. Wie komme ich dann am schnellsten nach oben? Wenn ich hier jetzt die Tür da, oder? Nee. Vielleicht noch weiter oben? Vielleicht ist es da, dieser große rote Raum, weil das auch blau... Nee, das ist da, wo wir gerade eben waren. Da ist übrigens eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Ach, verdammt. Nee, das... Ah, auf der rechten Seite, das ist da, wo ich gleich wieder hin muss mit dem Serum. So. Dann kann das nur auf der untersten Etage hier ein Raum sein. Rein theoretisch. Das ist aber nicht der, wo ich jetzt hin... Ach nee, das... Ach, das ist sogar ein sicherer Raum. Perfekt. Das ist ein sicherer Raum, wo wir jetzt hingehen. Ja, so intelligent wie ich bin. Ja. Ich schätze mal, hier kommen jetzt Zombies. Auf dem Weg zum sicheren Raum. Das hätte ja gar nicht passender kommen können, ehrlich gesagt. Meine Schultertaste funktioniert nicht. Das ist ganz schön Abfuck. Bleib mal wieder dran, das muss ich gleich wieder rausschneiden. Ich weiß nicht, was hier mit meinem Controller los ist.